Kehr dich weg! Wir wollen hier keine Bettler. Ich bin kein Bettler, ich will bezahlen. Hier, für etwas zu essen und für ein Nachtlager. Wenn du bezahlen willst, gib mir Saatkörner, gib mir neues Werkzeug, gib mir ein Pferd. Weck meine Söhne von den Toten auf. Mach endlich, dass dieser verfluchte Krieg aufhört. Pack dich oder wir jagen dich fort. Ich kann arbeiten oder Briefe schreiben oder euch erzählen, was ich erlebt habe. Ich tue alles. Nur ein wenig zu essen, ich bitte euch herzlich. Ja, siehst du denn nicht, dass wir selbst verhungern? Geh fort! Was macht es denn, ob wir tot sind oder lebendig? Jesus hat sein Volk verlassen. Geh fort! Geh fort! Thank you.
Wo sind die anderen? Ich weiß es nicht. Also ich kam mal niemand hier. Kein Schwanz zu sehen, Hauptmann, bis auf den hier. Wo sind deine Freunde? Und wo ist das Vieh? Mach ihn munter. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich bin erst heute Morgen gekommen, ich suchte was zu essen. Ich habe dieses Tal vorher noch nie gesehen. Das genügt mir nicht. Sprich schneller, ich habe die Geduld vor 12 Jahren verloren. 2 Ohren sind besser als 40, Hauptmann. Ich lasse nicht mit mir handeln. Ich könnte dich und dieses Dorf zerquetschen. Wie eine Bettwanze. Darüber wollte ich mit euch gerade sprechen. Brecht in jedes Haus ein und bringt alles, was wir gebrauchen können, in die Scheune da. Dass nichts in den Satteltaschen verschwindet. Wir werden die Dorfbewohner in einen Hinterhalt locken und ihre Häuser anzünden. Kommt, wir jagen die fetten Bauern! Koski, da rüber. Und du da, kommst mit mir. Heimlichkeiten schätze ich nicht. Bitte. Du kannst gerne mitgehen, Koski. Nun? Es herrscht überall in Deutschland furchtbare Hungersnot. Pest und Blattern wüten unter der Bevölkerung. Der Winter steht kurz vor der Tür. Habt ihr in den letzten 20 Jahren irgendwo ein fruchtbareres Tal gesehen? Die Fragen habe ich hier zu stellen. Wenn ihr den Bauern Korn und Rinder wegnehmt, müssen sie verhungern. Ich habe wenig Zeit zu verlieren. Nun komm endlich zur Sache. Aber das ist es doch, worum es geht. Lasst ihr Getreide und Vieh requirieren und zum Tross bringen, dann verschwindet es in 1000 Mägen. Wer das nicht vergeudet, überwintert hier, besetzt das Tal. Was sagst du? Überwintert hier, lebt, wenn schon das Regiment zugrunde geht. Eine solche Gelegenheit findet ihr nie wieder. Will dieser Lump uns sagen, dass wir desertieren sollen? Desertieren! Ein Soldat hat weder Zukunft noch Vergangenheit und für die Gegenwart sorgt ein voller Bauch. Du redest so viel, Bursche. Und nicht wie ein Bauer. Was bist du, hä? Ein geleckter Priester. Ich weiß nicht, auf welcher Seite ihr kämpft, Hauptmann. Doch ich wette, den meisten eurer Männer ist es ziemlich gleich. Was mache ich mit denen, denen es nicht gleich ist? Hä? Am besten trennt ihr euch von ihnen. Gute Ideen sind etwas Seltenes in heutiger Zeit und nicht zu verachten. Bist du ein Priester auf der Flucht? Nein, ich war Lehrer. Aha, wie heißt du? Vogel. Und wie heißt ihr? Hauptmann. Wo kommst du her? Oh, von überall und nirgends, Hauptmann. Ja, ich hatte auch beinahe vergessen, wo ich geboren bin, das kenne ich. Hast du Fieber? Nein, ich... Es hat nichts auf sich. Hast du mir nicht geraten, mich von ihm zu trennen? Ja, das schon, nur es ging so plötzlich. Und glatt. Eben noch lebendig, im nächsten Moment tot. Ihr Philosophen seid solche Heuchler. Ich tue nur das, was unerlässlich ist. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn es nötig ist zu töten, dann töte ich. Ohne Gewissensnot. Und nun mach deinen Frieden mit Gott. An welchen Gott du immer auch glaubst. Bauern hassen Soldaten, Hauptmann. Soldaten hassen Bauern. Ich bin weder das eine, noch bin ich das andere. Ich könnte mit ihnen reden, gerade so wie ich mit euch rede. Ja, ich könnte euch helfen. Ihr werdet Hilfe brauchen. Ich kann mich für euch nützlich machen. Ja.
Gut, ich gebe dir 2 Tage Zeit, deine Nützlichkeit zu beweisen. Geplündert wird nicht, Hauptmann? Nein. Wir essen und trinken, was der Ort hergibt. In aller Ruhe bis zum nächsten Frühjahr. Bis zum nächsten Frühjahr? Wir essen, während das Regiment verhungert. Bei Gott, ich gebe mein Leben für einen Winter in Frieden. Gutes Essen, hübsche Weiber, kein Mord und Totschlag. Ja. Wo ist Korski? Was meinst du, wo er wohl stecken mag? Er hat Wache zu schieben. Wenn wir das Tal gefunden haben, dann finden es sicher auch andere. Freund oder Feind. Sehr richtig, Hauptmann. Und was wird mit unseren Frauen? Ja, ich habe auch meine Familie im Feldlager. Was wird aus unserem Regiment, hä? Nun hört euch diesen Idioten an. Wo es genug zu fressen gibt für uns, gibt es meistens auch Weiber genug. Ist es nicht immer so gewesen? Und ist nicht eine so gut wie die andere? Aber wir haben seit einem Jahr nur gesiegt. Und wie viel Sold haben wir gekriegt? Keinen gottverdammten Pfennig. Ich sage, wir bleiben hier. Es ist ein gutes Tal, ein Wunder. Und ich sage, dieses Tal ist der Satans. Du bist selber der Satans. Halt's Maul, du! Halt's Maul! Lass ihn zufrieden! Santa Maria, müsst ihr Kindsköpfe euch unbedingt die Bäuche aufschlitzen? Da seht ihr es ja. Ist das nicht das Werk des Satans? Ha? Na, vielleicht hat der Himmel unsere Schritte ins gelobte Land gelenkt, Esker. Ihr seid also dafür? Ja! Nein! Ich habe meine Frau im Lager! Hure, mein Gott, wir bleiben hier! Nein! Ich will erst mal hören, was Korski dazu sagt. Korski wird wissen, was richtig ist. Graf, geh und bring ihn dahin, wo Korski ist. Ja, Hauptmann. Komm mit. Mach schon! Vorsichtig, wenn ihr ausschwärmt und euch versteckt. Der Hinterhalt muss vollkommen sein. Keine Toten. Und was machen wir damit, Hauptmann? Die bleibt, wie sie ist, unversehrt. Ich denke, wir sollen alle Kirchen niederbrennen. Das habt ihr selbst befohlen. Ich weiß. Aber dieses Mal machen wir eine Ausnahme. Ob katholisch oder protestantisch spielt dabei keine Rolle. Wir sind darauf angewiesen, dass die Bauern für uns arbeiten. Darum bleibt diese Kirche eine Ausnahme, die einzige Ausnahme. Sie ist das Werk des Satans! Ja, sie ist die Brutstätte alles Bösen! Und darum wird sie brennen! Haltet die! Wirft das Feuer weg! Oder es geht dir wie Korski! Oh, mein Herr Jesus! Erhöre mich! Hilf mir, deine Feinde zu vernichten! Du Papistenschwein! Diese Kirche ist heilig. Antichrist! Heuchlerischer Teufelsanbeter! Unser ist der wahre Glaube, du protestantischer Heretiker! Du Gotteslästerer! Tod dem Antichristen! Mach deinen Frieden mit Gott. Erbarmen! Hauptmann! Erbarmen! Oberstes Gesetz ist, in unseren eigenen Reihen keine Glaubenszwistigkeiten zu dulden. Wer es bricht, ist ein toter Mann. Hauptmann! Lasst ihn ebenfalls eine Ausnahme sein, die einzige Ausnahme. Lasst die Dorfkirche stehen, aber erlaubt ihm mit den anderen Protestanten eine neue zu errichten. Bitte! Ja, gebt ihm Pardon. Wenn wir eine Ausnahme von der Regel machen, sind wir alle bis Sonnenuntergang tot. Jeder von euch
hat geschworen, dass wir zusammenhalten und unsere Haut dem Sieger verkaufen. Egal, welcher Religion er ist. Wenn die Protestanten eine Kirche wollen, sollen sie sich eine bauen. Ich werde sie nicht daran hindern. Vornes? Geddes? Tupp? Verbrennt ihn zusammen mit den anderen. Wir wollen nicht noch die Pest hier haben. Keine Toten! Wer ist euer Sprecher? Der soll sich melden. Wer? Nun mach schon Maul auf, du! Grube! Grube! Grube soll für uns sprechen! Grube soll für uns sprechen! Grube! Wo ist er? Hauptmann, schickt lieber mich zu Gruber. Ich will in eurem Auftrag mit ihm sprechen, wenn ihr es wünscht. Und dann kommst du zurück, hä? Das reinste Lamm, was? In einer Stunde. Oder du, Hansen, wirst ihm nachreiten. Zusammen mit Pirelli. Und du da. Bringst ihn zu Gruber. Nun könnt ihr alle... Nun könnt ihr alle ungehindert heimgehen. Fürs Erste wird niemandem was geschehen. Macht uns doch gleich alle nieder, dann haben wir es hinter uns. Ihr Mörder, ihr! Du bist jung und ungeduldig. Du musst Geduld lernen, Grünschnabel. Warte, bis du an die Reihe kommst. Ich möchte deinen Namen wissen. Angelika Thorfeld. Welcher von Ihnen ist dein Ehemann? Warum traut ihr ihm? Ich traue niemandem. Mein Name ist Vogel. Ich komme mit einer Nachricht vom Hauptmann. Ich habe ihn überredet, uns beide allein gehen zu lassen. Es sind ungefähr 20. Das hat noch Zeit. Sagt, habt ihr Schmerzen im Hals oder in der Brust? Habt ihr Beschwerden beim Schlucken? Hat er die Pest? Der Hauptmann hat sich bereit erklärt, das Dorf gegen feindliche Soldaten zu schützen. Ihr sollt ihm dafür hier ein Winterquartier gewähren. Er sagt, er hätte... Die Macht unseres Herrn Jesus Christus wird uns beschützen und die Madonna der Hirten. Wir brauchen hier keine Soldaten. Der Hauptmann ist ein vernünftiger Mann. Wenn ihr einwilligt, wird das Dorf nicht geplündert. Eure Frauen sind vor den Soldaten sicher. Niemandem wird ein Leid geschehen.
Wenn ihr ablehnt, wird euer Tal sterben. Genug geredet. Wenn der Hauptmann für unbedingte Disziplin sorgt, soll es uns recht sein. Was hat sich geändert, dass wir Soldaten nötig hätten? Die Soldaten sind hier, Pater. Das hat sich geändert. Unsere heilige Madonna der Hirten wird uns von ihnen befreien. Ja, für wahr, so ist es. So ist es. Ist er unrein? Habe ich die Pest? Denkt ihr, ihr würdet hier sein und wir würden euch pflegen, wenn ihr die Pest hättet? Wirklich nicht? Ihr hattet schweres Fieber, aber nun ist alles überstanden. Kommt, trinkt noch ein wenig, das wird euch helfen, wieder gesund zu werden. Ich habe fürchterliche Träume. Ihr habt laut im Schlaf gesprochen. Es schien mir, als wenn ihr die Heiligen angerufen hättet und Gott. Ich kann mich an nichts erinnern. Ich habe geträumt, ich wäre tot. Es hätte nicht viel daran gefehlt, aber meine Mutter und Angelika haben euch ins Haus geholt. Seit 2 Tagen versorgen wir euch hier. Ich fühle mich wie neugeboren. Ich danke euch. Eure Kleidung ist schmutzig. Wir werden sie waschen. Warum seid ihr so gut zu mir? Weil wir glauben, ihr seid es wert, dass man sich um euch kümmert. Ach, danke. Und im Dorf ist da alles soweit friedlich? Nein! Wir sind Soldaten, bei Gott! Wir nehmen uns, was wir wollen, der Rest geht zum Teufel! So haben wir es immer gehalten! Ihr habt recht! Jawohl, wir haben das nicht das nächste Mal, wenn du mir widersprichst, Hansen, lass ich dir die Zunge rausschneiden. Hiermit ordne ich an, auf Vergewaltigung steht ab sofort öffentliche Kastration. Und was steht auf Plündern? Macht ihr uns doch einen Vorschlag, Pater. Blenden. Wie können wir unser Hab und Gut denn anders schützen als durch Furcht? Einverstanden, Pater. Für Katholiken blenden. Für den Rest gibt es Prügel, doch nur unter der Bedingung, dass sich meinen Männern ein paar Frauen zur Verfügung stellen. Ich denke, 2 oder 3 Witwen werden sich bereit finden, Besucher zu empfangen. 8. Andernfalls könnte es bis zum Abend 2 Dutzend neue Witwen hier geben. Also dann 4. Nein, 6 in angemessenem Zustand und sauberer Umgebung. Und ihr, Pater, ihr werdet die 6 Büßerinnen für ihre Opferbereitschaft öffentlich segnen. Ich bin Gott gehorsam, nicht euch. Gewiss. Aber warum wollt ihr ihnen nicht den heiligen Ablass gegen ein kleines Entgelt erteilen? Die göttliche Vergebung für vergangene und zukünftige Sünden, wofür er bezahlen könnte. 6. Verwitwet, verheiratet oder ledig. Ich gebe euch 2 Tage. Was tut ihr denn hier? Ich habe einen Kranken wieder gesund gepflegt, Pater. Ihr sagtet, jeder verdiene Hilfe, ohne Ansehen der Person. Sie handelte auf meinen ausdrücklichen Wunsch. Es war nur christliche Nächstenliebe. Geh jetzt, Angelika. Und vielen Dank. Sieh da. Der Philosoph ist von den Toten auferstanden. Er war vom Tode gezeichnet. Er hätte sterben sollen. Warum hat man mir nicht gesagt, dass er hier ist? Vielleicht wollte man nicht, dass jemand meine Suppe vergiftet. Was seid ihr? Lutherischer Protestant? Calvinistischer Protestant? Ein gottloser Wiedertäufer? Ein Anbeter Satans? Das ist nicht so wichtig. Ich habe in meiner Truppe von jeder Sorte welche und schlimmere. Ja, ich habe sogar Katholiken, Pater. Übrigens, dabei fällt mir die Statue ein, in der Nähe des Passes. Unsere Madonna von den Hirten hat dieses Tal seit Jahrhunderten beschützt. Pater, viele meiner Leute sehen in solchen Kultstätten blasphemische Idole. Idole, die man zerstören muss, damit sie für immer verschwinden. Wagt es, die Madonna anzurühren, und ihr werdet brennen. Die Hölle wird dafür euer Lohn sein.
In aller Ewigkeit werden eure Eingeweide... Ich pfeife auf das Höllenfeuer! Die Madonna weist wie mit einem Finger auf das Dorf. Wagt es auch nur einen Stein anzurühren, so wird Gott euch zerschmettern. Ehe ihr Hand an sie legt, werden wir uns erheben und dafür sorgen, dass ihr alle, für immer verschwindet. Ein Wunder, dass ihr überhaupt noch lebt. Beinahe 6 Monate lang, vom ersten Schnee angerechnet, ist die Straße blockiert. Da sind wir hier sicher. Die Berge sind grausam. Das Land ist ausgeraubt wie überall. Nur wenige kommen in diese Gegend. Wie er es geschafft hat, mag der liebe Himmel wissen. Sagt ihr Herren, wo sonst könnte man das Marienbild noch aufstellen? Ihr bleibt hier, Vogel. An dieser Stelle. Gut. Sehr gut. Wir haben unseren Ausguck immer da oben. Ein Beobachtungsposten mag nützlich sein, wenn man die Absicht hat, sich zu verstecken. Doch wir werden unser Weltreich verteidigen. Hauptmann. Lass die Madonna hier stehen. Sie hat das Tal immer beschützt. Ob sie hier steht oder 100 Schritt weiter, ist der Madonna egal. Andere Dörfer hatten auch Berge, falsche Wege und kluge Führer. Das hat sie trotzdem nicht gerettet. Aber sie hatten sicher auch Schutzheilige. Heute so ein Gruß. Hey, Kleiner, los, steh auf. Ich habe diesen Scheißfraß satt beim Blute Christi. Korski hätte sie von diesen Scheißbauern nie prellen lassen. Korski wäre der König und nicht so ein elender Lakai. Korski ist tot. Ja. Tut mir leid, dass ich ihn sterben ließ. Ich Idiot habe zum Hauptmann gehalten. Korski war ein guter Soldat. Du hörst. Korski war ein Dreck gegen ihn. Hab doch Geduld. Der Hauptmann ist ein schlauer Junge und stark. Der Beste, unter dem ich je gedient habe. Vergiss nicht, morgen kriegen wir die Weiber. Ich verzichte auf die alten Schlampen. Der Teufel soll dieses Dorf hier holen. Brandwein, Kartenspiel, Frauen, alles in Hülle und Fülle im Lager. Und jede Menge Beute. Ich habe ein Kind im Lager zurückgelassen. Wer kümmert sich darum? Es wird schon noch da sein im Frühjahr. Und wenn nicht, dann machst du ein neues. Wisst ihr, dass es heißt, die Pest hätte 10.000 Menschen dahin gerafft? Wir können vom Glück sagen, dass wir hier sind. Ich finde, es reicht, dass wir eine Woche hier sind. Jeder nimmt sich, was er brauchen kann, und damit Schluss. Entschuldige, dass du mal zu spät kommst, kriegst du nicht zu essen. Ja, Vater. Es ist gut. Setzt euch. Man sagt, ihr könnt gut lesen und schreiben. Ja, ich habe studiert in Heidelberg und war dort Lehrer. Die Stadt wurde geplündert. War eure Familie da ansässig? Waren es Kaufleute oder Handwerker? Nein. Ich stamme aus Magdeburg. Ich beneide euch, dass ihr so weit herumgekommen seid und dass ihr so viel wisst. Dazu besteht kein Grund. Ich habe schon mit 18 Jahren 3 Brüder verloren. 2 wurden erschossen, einer starb an der Pest. Setzt euch! Ja.
Es ist Jahre her, seit ich so viel Brot gesehen habe. Wir hatten eine gute Ernte. Der Herr sieht es gern, wenn wir es mit anderen teilen. Und womit verdient ihr täglich Brot? Ich arbeite. Ich mache jede Arbeit, nur die des Soldaten nicht. Ich kann etwas zeichnen und ich unterrichte. Schreiben, Geschichte, Mathematik. Ich spreche Spanisch, Italienisch, Französisch. Pater Sebastian unterrichtet hier. Er lehrt uns das Wort Gottes. Schreiben und diesen anderen Unsinn brauchen wir nicht. Das sind Werke des Teufels. Warum habt ihr uns die Soldaten geschickt? Das habe ich nicht. Ich habe versucht, wegzurennen. Weg von allen Soldaten. Manche Menschen bringen Glück, andere bringen Unglück. Ihr bringt uns nichts als Unglück. Eure Soldaten werden unser Tal vernichten. Nein, nicht, wenn jedermann arbeitet. Bauern, Gesinde und Soldaten. Ihr seid nicht nur ein Unglücksbringer, ihr seid auch ein Narrvogel. Seid ihr nicht alle noch am Leben? Genießt ihr nicht die Früchte des Landes? Preist euer Glück. Unsere Gottesmutter beschützt uns, nicht unser Glück. Hier, Vogel, esst. Und dann erzählt uns etwas von der heiligen Stadt. Als er jung war, ist er mal da gewesen, Vater. Einmal hat er sogar einen richtigen Papst gesehen und das ganze Gold der Stadt und eine Kathedrale. Entschuldigt, Meister Hoffmann. Stimmt das? Stimmt das, diese Sache mit Anna? Ja, komm, setz dich. Iss mit uns. Teile unsere Freude. Vogel wird uns etwas über die heilige Stadt... Aber es war doch abgesprochen, dass wir beide im Sommer schon heiraten würden. Die ewige Seligkeit ist wichtiger als irdisches Glück, Junge. Setz dich, setz dich! Ewige Seligkeit? Ja, ich werde nämlich eine von den Frauen für die Soldaten sein. Wenn du Nonne würdest, um Gott zu dienen, das könnte ich noch verstehen. Aber dies hier ist nicht recht. Es ist Hurerei! Bist du vom Teufel besessen? Du hast doch gehört, was Pater Sebastian gesagt hat. Ihr Leid wird unser Dorf erretten, so wie Christi Leid einstmals die Welt errettet hat. Ja, ich habe ihn gehört. Aber das heißt nicht, dass der Pater im Recht ist. Ich sage, es ist Unrecht. Verlass mein Haus! Verlass sofort mein Haus! Ihr habt sie angeboten, nicht? Sie erhalten den heiligen Ablass. Gruber wird dafür bezahlen. Er gibt der Kirche Land. Niemals ist das Unrecht. Welcher fürsorgliche Vater wünscht sich nicht das ewige Seelenheil für seine Tochter. Hauptmann, kann ich euch einen Augenblick sprechen? Es ist wegen Anna, Hoffmanns Tochter. Lehnt sie bitte ab. Nehmt eine andere für eure Männer. Willst du das Mädchen um sein Seelenheil bringen? Nein. Gruber hat übrigens eingewilligt, einen neuen Standort für die Madonna zu wählen. Was würdest du empfehlen? Lasst sie stehen. Der Priester ist dagegen, das wisst ihr ja. Gruber ist der Einzige, der uns den Frieden mit den Bauern garantieren kann. Das ganze Dorf schuldet ihm Geld. Jeder hat Angst vor ihm. Was Gruber sagt, muss getan werden. Das geschieht. Keiner hat über dieses Tal so viel Macht wie er. Keiner ist reich genug oder schlau genug. Keiner ist so mutig wie er. Es wäre unklug, sich Gruber zum Feind zu machen. Oder euch, oder Graf, Hansen, Hoffmann, die Liste ist endlos. Gruber hat mir gesagt, es käme auf den Rat kluger Männer an, womit er recht hat. Von morgen früh an wirst du das Amt des Richters ausüben, in allen strittigen Fällen zwischen Bauern und Soldaten. Ich bin dazu aber ganz ungeeignet. Ich habe keinerlei Autorität im Dorf. Gruber ist der Ansicht, dass du der beste Mann dafür bist. Wir werden dich beide unterstützen. Jeder wird mich hassen und wenn es darauf ankommt, geben beide Seiten mir noch die Schuld. Es ist erst wenige Tage her, da stand dein Leben noch auf des Messers Schneide. Jetzt verlangst du von mir, dass es leicht sei. Ich möchte mich ausruhen. Ich brauche Zeit. Von nun an lebt ihr nur noch auf geborgte Zeit, Herr Richter. Genau wie das Dorf. Das ganze Tal ist dem Untergang geweiht. Das Mädchen? Hat sein Problem. Genau wie du.
Der Hauptmann will dich haben. Wirst du mich beschützen vor ihm? Ich könnte ihn erschießen, mit Leichtigkeit. Aber das wäre das Ende unseres Tales hier. Nur er hindert sie daran, uns nicht wie die Wölfe anzufallen. Dann bringen sie alle um, wenn sie im Schlaf liegen. Wir haben nicht die Waffen dazu. Es sind zu viele. Sie passen höllisch auf. Ein paar stehen immer wache, wenn die anderen schlafen. Dann musst du ihnen heimlich Schierling ins Essen tun. Vielleicht, ja. Aber noch nicht. Nicht vor dem ersten Schnee. Warum nicht? Wenn sie uns finden konnten, finden uns auch andere. Wir brauchen sie zu unserem Schutz. Öffnet die Tür. Geh, mach du auf. Sie wird nicht eine der Frauen für die Soldaten sein. Natürlich nicht. Die anderen sind für meine Männer. Es ist bedauerlich, dass ihr dem Fräulein nahesteht, wenn ich mich mal so ausdrücken darf. Wie wollen wir das entscheiden? Wir könnten um sie würfeln. Hol sie, Angelika. Wenn ich gewinne, lasst ihr sie zufrieden und beschützt sie vor euren Leuten. Gut. Drei Würfel. Wer die meisten Augen hat, gewinnt. Bei Gleichstand wird weitergewürfelt, bis einer gewonnen hat. Und wenn ihr verliert, erklärt ihr euch damit einverstanden, dass sie mir gehört? Hm? Gut. Sieben. Sieben und neun sind 16. Zehn und drei sind 13. Sechzehn und sechs macht 22. Wie viele Augen sind es, Angelika? Eine 6 und eine 5. Die Tür zu. Was hast du denn da im Gesicht?
Ich habe gestern Abend Bekanntschaft mit dem Stuhlbein gemacht, wie man sieht. Naja, wenn wir heute Abend die Weiber kriegen, dann werden sich die Gemüter schon beruhigen. Wer singt denn da? Pirelli. Dieser Italiano trällert wie in einer welschen Opera. Der Hauptmann will die Madonna woanders aufstellen. Dieser Priester! Weg führt aus dem Tal hinaus. Niemand verlässt es, Pfaffe. Lass mich zur Madonna gehen. Du wirst zum Dorf zurückgehen, schwarzer Betbruder. Vorwärts! Aufhören! Im Namen des Herrn! Lauf weg! Halt ihn fest! Das nächste Mal, da rollt dein Kopf im Gras, Vogel. Überlass ihn mir. Weg, das sind ja nur Narren. Den da bringt zum Hauptmann. Märtyrertum ist nicht so sinnvoll, wie ihr meint, Pater. Christus hat mit seinem Leid die Welt gerettet. Und war sein Leid notwendig? Wollt ihr Gott lästern? Oh nein, die Mächtigen haben ihn umbringen lassen. Wie viele Menschen wollt ihr sterben lassen für die Madonna, Pater? Ihr wisst, dass es uns nicht um die Statue als solche geht, sondern darum, dass sie ein Symbol für den Glauben ist. Bittet Gott um Vergebung. Denkt ihr, dass die paar Schritte für den Glauben wirklich so viel ausmachen? Ja, ich habe euch gewarnt. Wir haben die Madonna nicht beschädigt. Sie ist unversehrt. Seht selbst. Ich habe euch gewarnt. Beichtet eure Sünden, seid bereit für das Höllenfeuer und Gottes Zorn. Und du für den des Teufels. Alle Götzenbilder dieser Welt verherrlichen das Werk des Satans. Du Lügner! Priester gehören in die Knie, in den gottverdammten heiligen Staub. Schleimiger Götzenanbeter. Er ist Priester. Also betet er doch gar nichts an. Kann ich jetzt seine Kehle durchschneiden? Hauptmann! Hauptmann, komm schnell! Besser, Hauptmann, wir weichen aus. Es sind zu viele. Wir werden mit Ihnen reden. Wir haben nur getan, was nötig ist und Bauern haben für notwendige Maßnahmen Verständnis. Aber haltet euch bereit. Schießt zuerst auf Pirelli, Hansen und Fornes und passt auf Giulio auf, den Teufelsbraten. Wir könnten Sie umgehen und die Pferde erreichen. Nein, Sie sollen ruhig kommen. Denn wir sind im Vorteil. Redet ihr? Ich werde den Pfaffen im Schach halten. Nein. Pater? Ihr sprecht mit ihnen in meinem Namen. Oder ihr könnt euren Frieden mit Gott machen, für euch und die anderen. Diesmal kenne ich keinen Pardon. Nicht für Männer, nicht für Frauen, nicht für Kinder. Und ihr werdet kastriert, bevor ich euch die Füße abhacke. Thank you.
Hat der Hauptmann die Madonna angetastet, Pater? Habt keine Furcht, Pater. Wir sind Soldaten Christi. Wir werden euch beschützen. Hat er dich angetastet, so sagt es! Ja! Er hat die Madonna von den Hirten an einen anderen Ort gebracht. Und ihr werdet alle dafür sterben. Und Satan wandelt auf Erden. Schöner Priester ist das. Da habt ihr die Bescherung. Hört auf zu schreien. Ich sage euch, der Madonna ist gar nichts passiert. Hauptmann, hört doch, die Madonna ist unser Heil. Hört her. Hört auf mich. Wir wollen der Jungfrau danken, dass sie uns auch heute beschützt hat. Seit vielen Jahrhunderten beschützt die heilige Mutter Gottes dieses gesegnete Tal. Ihr alle wisst das. War es deshalb jemals einem von euch verboten, Wege anzulegen oder Wälder anzupflanzen oder auf 100 verschiedenen Pfaden die Madonna aufzusuchen? War es verboten, sich vor Soldaten zu verstecken und Geflügel, Vieh und Pferde in die Büsche zu treiben oder oben am Pass eine Wache zu postieren? Ich bin katholisch, genauso wie ihr. Und ich hatte heute Nacht einen Traum. Ich träumte, ich hätte neben der Madonna gestanden. Als ein Regiment Soldaten geritten kam unter einem wunderschönen Vollmond. Und auf dem Erdboden ein Gesprenkel von Schnee. Es waren riesige, drohende Gestalten, die finster auf die Madonna blickten. Aber als sie so schauten, da verschwand die Madonna. Und so kehrten die Soldaten um, ritten zurück nach Rheinfelden und kamen niemals wieder. Indem die heilige Jungfrau sich verbarg, verbarg sie auch das Dorf und rettete es. Ich bin froh, dass der Hauptmann unsere Madonna woanders aufgestellt hat. Bedeutet nicht mein Traum, dass wir eben dieses tun sollen? Oder wollt ihr euch der Botschaft eines Traumes widersetzen? Du lügst. Niemals hat er das geträumt. Geht alle hin. Geht hin und seht selbst. Sagt er die Wahrheit, Pater? Über den Traum? Ich weiß sollen es nicht. Sollen wir tun, was er sagt? Sollen wir zur Madonna gehen? Lass uns hin, wir gehen zur Madonna. Sollen wir zur Madonna gehen, Pater? Wo sonst könntet ihr denn hingehen? Pirelli? Zeig ihnen den Weg. Du gehörst nicht zu den Frauen, die für meine Männer bestimmt sind. Gerade die hatte ich mir ausgesucht. Tut mir leid, aber du kannst sie nicht haben. Wolltet mich sprechen, Pater? Habt ihr diesen Traum wirklich geträumt? Was ist wirklich und was nicht? Früher dachte ich, ich wüsste es. Heute weiß ich, dass ich es nicht weiß. Die wahre Kirche ist wirklich. Gott ist wirklich. Satan ist wirklich. Dass wir alle bald sterben werden und vor unserem Richter stehen werden, ist wirklich. Ich frage euch vor Gott, habt ihr die Wahrheit gesprochen? Sagt mir vor Gott, was ist die Wahrheit? Dass Millionen tot sind und weitere Millionen sterben? Weil der Papst gegen einen katholischen Kaiser Krieg führt? Der wieder gegen den katholischen König von Frankreich, der wieder gegen den katholischen König von Spanien und der gegen die katholischen Fürstentümer Deutschlands.
und jeder von Protestanten unterstützt. Von kleinen und großen Fürsten, Königen und Bischöfen. Nur um schnöder, niedriger Vorteile willen. Nichts ist einfach im Leben. Nichts mit Ausnahme des Glaubens an Gott, unseren Herrn. Ihr stellt Fragen, auf die nur Gott antworten kann. Gott ist eine Entschuldigung, die sich abgenutzt hat. Ihr lästert Gott. Das Leben existiert, weil es einer göttlichen Absicht folgt. Ihr müsst Vertrauen haben und gläubig sein. Sonst werft ihr eure unsterbliche Seele ins höllische Feuer. Sorgt euch um eure eigene Seele, Priester. Das tue ich. Um meine und um die der Menschen in diesem Tal. Um jede einzelne. Der Herr gab mir das Amt des Hirten. Sie sind meine Schafe. Seit ihr gekommen seid, geht Satan um unter uns. Mein Gott, ich fühle es. Ich fühle es. Aber in der Stunde des Leids gibt mir unsere Madonna ein Zeichen. Es wird mir bedeuten, was zu tun ist. Das Zeichen wird mich erleuchten und mich lenken. Hey, was hältst du von der Linken da mit dem Häubchen? Oh, seid uns willkommen, mein schönes Fräulein. Mach kein so trauriges Gesicht, ich erwarte Frieden, mein Täubchen. Der König ist für mich. Ja, dann ich war zuerst. Ich gehen wir ein Stück. Dieses Tal macht einen so friedlichen Eindruck. Es fällt einem leicht, sich in so hübscher Umgebung heimisch zu fühlen. Gibt es euch das Gefühl der Nähe Gottes, Hauptmann? Eins merke dir, rede nicht zu mir von Gott. Für mich ist Gott tot, seit Magdeburg. Wir haben die Stadt niedergebrannt. Wir haben Männer, Frauen und Kinder hingemetzelt. 20, 30.000. Und mit den Leichen ein großes Siegesfeuer gemacht. Warum? Aus Rache. Ja, es war die Vergeltung für eine unserer Städte. Und dies die Vergeltung für eine von ihren Städten. Das wiederum aus Rache für eines unserer Dörfer oder kleinen Marktflecken, der vermutlich nur zerstört wurde, um irgendeinem fetten kleinen Prinzen eine bessere Aussicht auf den Rhein zu verschaffen. So einfach ist das mit Magdeburg. Meine Familie lebte dort. Mein Vater, Mutter, meine Frau und mein Sohn. Dann sind sie nun bereits 12 lange Jahre tot. Wir alle haben Dinge, die wir lieber vergessen möchten. Bei mir ist es Magdeburg. Und was ist es bei dir, Vogel? Ah, Gruber. Gut. Er wird sich wünschen, er wäre in den Bergen geblieben. Hauptmann, das mit der Madonna ist erledigt. Das mit den Frauen ist ja nun auch erledigt. Lass das Dorf jetzt in Frieden. Wenn ich das täte, würde sich Gruber zu sicher fühlen. Was macht das schon aus? Das macht eine ganze Menge aus, weil er uns dann umbringen ließe. Hey, Hauptmann, ich bin an der Passstraße gewesen. Das sind frische Spuren von vielen Pferden. Ich weiß. Morgen werden wir das ganze Dorf überall gründlich nach versteckten Lebensmitteln durchsuchen. Ach, Soldaten denken an nichts anderes als an Beute und sind nie zufrieden. Gold, Silber und Edelsteine könnt ihr behalten. Aber Lebensmittel kommen in ein Lager und werden dort Tag und Nacht unter Bewachung gestellt. Vielleicht wäre es dann auch besser, die Soldaten in ein Gemeinschaftsquartier zu legen. Ich werde euch ein Haus zur Verfügung stellen. Nein, Gruber, lasst sie lieber, wo sie sind. Solange sie getrennt wohnen, wird es nicht so viel Ärger geben. Richtig. Das ist ein weiser Rat.
Sie an.